Okay, good evening, everybody. Guten Abend, heißt das? I'm very thankful to be here. For us, our organization, the TPR, it's very good to speak and discuss with the comrades all around the world. Ich freue uns hier zu sein, und es ist eine sehr gute, positive Erfahrung für unsere Organisation, die TPR, hier zu sein. And I will try to tell some of the conclusions of the class struggle in our country and our continent, hoping that it's also useful for you in your struggle. Ich möchte einige wichtige Schlussfolgerungen, Lehren des Klassenkampfes in meinem Land, das Argentinien und Lateinamerika, darlegen, in der Hoffnung auch, dass das nützliche Lehren auch für euch und also für unseren Klassenkampf sein können. But also because of we are discussing, and it's our aim to build an international revolutionary organization, and that's why we think we should be involved in the class struggle here, as TPR, and you also what's happening in our continent. Und es ist auch deswegen sehr wichtig, weil wir das Ziel haben, eine internationale revolutionäre Organisation aufzubauen, und deswegen halten wir es auch für wichtig, dass wir, also die argentinischen Genossen, auch einen tiefen Einblick bekommen in den Klassenkampf hier in Österreich, und genauso auch umgekehrt wir in Österreich wiederum in den Klassenkampf in Argentinien. Well, the first issue I think we have to clarify is that we have a new situation now in Latin America. In the last 2 years, we have a very important rise of the right forces in Argentina, we can say, Macri. In Brazil, also with the development of the coup d'etat against Dilma, and in Venezuela with the last elections, the parliamentary elections that were won by the right. Das erste, was wir sagen können, ist, dass wir jetzt in Lateinamerika, das hat sich schon in den letzten 2 Jahren herausgebildet, eine ganz neue Situation haben, nämlich einen starken Shift, einen starken Ruck nach rechts, der sich darin ausdrückt in dem Wahlsieg von Macri in Argentinien, in dem Wahlsieg der rechten Opposition in Venezuela und den Versuchen eines Staatsstreichs, den es in Brasilien gibt. And this is because nationalist bourgeois governments that we have in the last decade in our continent, in the last years, at the beginning of the financial and the capitalist crisis, they started to apply the adjustment. They empty the national resources, and now with the new situation of the drop of raw materials, imperialism needs to accelerate the adjustment, and that's why they want to put right-wing governments in order to develop a massive counter-offensive against the masses in Latin America. Der Hintergrund dieser neuen Situation ist der, dass die bürgerlich-populistischen Regierungen, die in den letzten 10 Jahren, im letzten Jahrzehnt an die Macht gekommen sind in Lateinamerika, dass die in den letzten Jahren schon begonnen haben, auch gewisse Austeritätsmaßnahmen zu setzen, Kompromisse einzugehen mit dem Imperialismus, dadurch auch das nationale Volksvermögen sozusagen geschwächt haben. Und jetzt, wo eine neue starke Rezession da ist in einer Reihe von lateinamerikanischen Ländern, wegen des Verfalls der Preise für Rohstoffe, in der Situation sozusagen die jetzt setzt der Imperialismus, setzt die herrschende Klasse in Lateinamerika alles daran, jetzt vor diesem Hintergrund sozusagen noch stärker auszuquetschen, die Völker, und zu diesem Zwecke neue, aggressivere, rechte Regierungen in Lateinamerika an die Macht zu bringen. And we have to understand which is the nature of this right that comes into power now in our countries. In Argentina, for example, Macri won only by 1.5% in the runoff against the Kirchnerist candidate that is Scioli. He does not control the Congress, nor the Senate, nor the Deputy Chamber. He doesn't have majority among the governors, so it's a very weak political force in the government. Es ist wichtig, dass wir sozusagen das genauere Wesen dieser rechten Kräfte verstehen. In Argentinien zum Beispiel, also direkt der neue Präsident Macri, der hat nur ganz knapp gewonnen, die Stichwahl, mit 1,5% Unterschied. Und seine Partei verfügt auch über keine Mehrheit im Parlament.
und auch nicht im Senat. Also in Argentinien gibt es ein Zweikammern-System, so wie bei uns der Bundesrat und der Nationalrat. Aber seine Partei verfügt in keiner dieser Kammern über eine Mehrheit, und auch die Mehrheit der Landeshauptleute, sozusagen der Gouverneure in Argentinien, gehören auch nicht seiner Partei an, der Partei von Präsidenten Macri. So, they know the Macri and his party, PRO, which is the Democratic Party, know that on the one side they have to make agreements in order to govern, and on the other side that they cannot rely in the parliament, and that's why we have an overactivity of the presidential regime in Argentina. In Argentina we have presidential regime, so if the president says something, it's a law. Something like that, it's called decree. So we have overactivity on this situation. For example, the president decided to devaluate the currency, and we have 50% devaluation in December. Now they are issuing a layoff plan of 1.5 million workers, on each three in the public sector. They are trying to implement a restriction in demonstrations that you have to tell to the police in advance, 24 hours. Also das führt dann, diese Situation führt eben dazu, dass die Partei von Macri Pro eben jetzt nicht mit Mehrheiten im Parlament regieren kann, sondern dass der Präsident in erster Linie über Dekrete regiert. Das heißt, der Präsident erlässt bestimmte Gesetze im Alleingang und versucht jetzt also radikale Einschnitte durchzuziehen, wie zum Beispiel hat er im Dezember den Peso, die argentinische Währung, um 50%, also um die Hälfte entwertet. Also der Wechselkurs von Peso zum Dollar wurde um die Hälfte herabgesetzt, was zur Folge hatte eine massive Inflation, also dass die Preise enorm angestiegen sind. Innerhalb von allein im Monat Dezember 40% Inflation. Also von heute auf morgen, innerhalb weniger Wochen, sind die Preise für Lebensmittel und andere Konsumgüter um 40% angestiegen. Die Löhne natürlich nicht. Darüber hinaus hat Macri verfügt, dass 1,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Sektor entlassen werden sollen. Das bedeutet, jeder dritte Beschäftigte im öffentlichen Sektor soll entlassen werden. Und sie verschärfen auch das Demonstrationsrecht. Das heißt, das argentinische Demonstrationsrecht soll an das österreichische angepasst werden. Das, was bei uns existiert, nämlich dass man 24 Stunden früher anmelden muss, das wollen sie. Das hat bisher nicht existiert. Da haben sie spontan demonstriert. Die Argentinier sind ein sehr kämpferisches Volk. Und jetzt will der Macri das anpassen. And also there were some, we can say the neo-fascists or something like this, features of the last period that we have in a very important city, which is called Mar del Plata, very near Buenos Aires. We have gangs going to beat homosexuals in the street. That they were also, they collaborate with police against a women demonstration in the National Women Summit that was in Mar del Plata. And the day after Macri's victory, one of the main newspapers in Argentina, the most traditional one, it's called La Nación, The Nation, have a editorial. Editorial? Yes. The main article, yes. Saying that the militars that are in prison because of their crimes in dictatorship. You know, we had a dictatorship that killed 30,000 people. They should be released because they are too old. So. Also vor diesem Hintergrund dieses Rechtsrucks werden auch jetzt so faschistische oder halbfaschistische Kräfte stärker in Mar del Plata, das ist eine wichtige Stadt in der Nähe von der Hauptstadt, Buenos Aires. Gibt es jetzt mehr und mehr faschistische Banden, die sich auf der Straße herumtreiben, die auch mit der Polizei zusammenarbeiten und die zum Beispiel Homosexuelle angreifen. Oder da gab es einen Frauenkongress und da haben sie auch ebenfalls angegriffen. Oder die haben zum Beispiel jetzt auch in ihrer Zeitung einen Leitartikel veröffentlicht, in dem sie die Freilassung aller im Gefängnis sitzenden Militärs verlangt haben. In Argentinien, wie viele vielleicht von euch wissen, gab es ja von 1976 bis 1983 eine Militärdiktatur,
in dieser Zeit wurden mindestens 30.000 Menschen ermordet. Und als Folge dessen gibt es immer wenige, aber doch ein paar Militärs, die deswegen diesen Verbrechens im Gefängnis sitzen. Und diese Faschisten fordern öffentlich die Freilassung von diesen Mördern. Okay, we will close this point, but last to say that there was an assembly of the workers of the newspaper when this article appeared against the article, and it was very important because they shared publicly the opinion of the editor. Diese Zeitung, wo dieser faschistische Artikel veröffentlicht wurde, da hat es eine Versammlung gegeben der Redakteure der Zeitung. Es ist keine faschistische Zeitung, es wurde ein faschistischer Artikel veröffentlicht. Und die Redakteure haben also öffentlich ihre Ablehnung des Inhalts dieses Artikels zum Ausdruck gebracht, was eine wichtige Symbolwirkung hatte. Okay, going to the second point, it's very important to understand which is the position of nationalist parties now in Latin America, given this new situation. Es ist wichtig, der zweite Punkt, der sehr wichtig zu verstehen ist, ist, was ist eigentlich das genauere Wesen, die genaue Natur dieser bürgerlich-populistischen Parteien, die im letzten Jahrzehnt in Lateinamerika an die Macht gekommen sind. Are they striving against the right? Are they not? What are they doing? First, in Argentina, we have a particular situation, is that Kirchnerism is now around three main tendencies. Es ist wichtig zu verstehen, kämpfen die jetzt ernsthaft gegen die Rechten oder kapitulieren die? Was machen die? Wie verhalten sie sich gegenüber dem Liberalismus? Und in Argentinien ist es so, dass also die Hauptströmung dieser Hennis kann man auf Lautlos nehmen. Die Hauptströmung der bürgerlich-populistischen Kraft in Argentinien, das ist der Kirchnerismus, wird das genannt. Das kommt daher, dass Kirchner ist der Familienname der zuerst eines Präsidenten und dann seiner Frau. Die haben also insgesamt 12 Jahre lang, bis jetzt vor wenigen Monaten, regiert in Argentinien. Und von deren Familienname her kommt der Begriff Kirchnerismus. Und es gibt innerhalb dieser kirchneristischen Strömung, also Parteikraft, Lager, gibt es drei verschiedene Strömungen. One tendency is openly collaborating with Macrism, with Pro. And there is also a center which is led by Scioli, that was the presidential candidate, that is trying to make equilibrium between the right wing and the left wing. And we could say that there is a left wing of Kirchnerism that is Cristina itself and the core Kirchnerist organizations that are with the project of returning in 2019 in the next presidential election. Also es gibt diese drei Strömungen. Das eine ist sozusagen ein rechter Flügel, der offen dafür eintritt, dass man, die Kirchneristen haben jetzt die Wahl verloren, die Präsidentenwahlen. Und dieser rechte Flügel ist dafür, dass man jetzt mit dem neuen Machthaber Macri eben eng zusammenarbeitet. Dann gibt es einen kleinen, relativ kleinen Zentrumsflügel um den Präsidentschaftskandidaten, der eben jetzt verloren hat, herum, der für eine Art Kompromiss zwischen dem linken und rechten Flügel ist. Und der linke Flügel, bei dem auch die Cristina Kirchner, die ehemalige Präsidentin, sie konnte nicht mehr antreten, weil sie schon zwei Perioden Präsidentin war, wo jetzt die Cristina Kirchner auch immer auch dabei ist, dieser linke kirchneristische Flügel, der, wo auch die wichtigen Massenorganisationen dabei sind, der ist also jetzt mal gegen einen Kompromiss mit dem neuen Präsidenten und die haben das Projekt, wieder in die Macht zurückzukehren bei den nächsten Wahlen 2019. With that aim is that they are not struggling against Macri in order to defeat it, but in order to, they are doing some actions in order to undermine the electoral base, the electoral support of Macri, and that's why they are, we saw in every demonstration and every political crisis, every issue of the political crisis, that they are capitulating once and again. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass dieser linke kirchneristische Flügel jetzt konsequent gegen die Regierung Macri kämpft, sondern was sie machen ist, dass sie immer so gewisse, sie wollen ein bisschen untergraben sozusagen die Machtbasis von Macri, indem sie gewisse Proteste machen, indem sie versuchen Unterstützer von Macri herüberzuziehen.
aber nicht das ernsthaft konsequent dagegen zu tun. I will give an example. One of the presidential decisions of Macri was to intervene a state organism that was led by Kirchnerists. After the decision, the Kirchnerists said, okay, we will remain here because we have the law that supports us. We will not leave the building and we will continue with our job. One day after, the jury decision came and they came out peacefully. Um ein Beispiel zu nennen, the media control. Yes. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt in Argentinien eine öffentliche Einrichtung, die dazu dient, sozusagen die Medien dazu kontrollieren, dass es dazu keiner zu starken Konzentration der Macht in wenigen Händen kommt. Das ist eine Art öffentliche Institution, so eine Art Ombudsmann oder Volksanwalt sozusagen jetzt in Argentinien. Und da war die Mehrheit, war ja noch von der alten Präsidentin eingesetzt, das heißt pro Kirchner waren die orientiert. Und der neue Präsident hat die mit einem Dekret rausgeworfen. Und die haben sich zuerst einmal geweigert, haben das Gebäude sozusagen besetzt und gesagt, sie weigern sich das zu verlassen und diesem Dekret Folge zu leisten. Aber daraufhin hat dann also der oberste Gerichtshof entschieden, dass das rechtmäßig ist, die Entscheidung des Präsidenten, und daraufhin haben sie dann die Anhänger von Kirchner sofort den Schwanz eingezogen und den Protest beendet und haben das Gebäude verlassen. Also das ist ein Beispiel für diesen völlig sehr inkonsequenten Widerstand. Well, it's very important to understand this situation in order then to discuss which should be the policy of the left in Argentina regarding the new government we have and regarding Kirchnerism as well. Also im sehr wichtig sozusagen wie auch das zu diesen inkonsequenten Charakter des Kirchnerismus zu verstehen, um dazu die Frage zu beantworten, was sollte eigentlich die Linke tun? Wie sollte die Linke eigentlich jetzt kämpfen gegen die neue Regierung? At the same time we not only have this rise of the right, but we have a very important rise of the working class struggle in Argentina in the last 2 years. Also es gibt einerseits eben diesen Aufstieg der Rechten, den er gerade beschrieben hat, aber es gibt andererseits auch in den letzten 2 Jahren einen sehr wichtigen Aufstieg des Klassenkampfes, des Arbeiterkampfes. From 2011 to now, we have had 5 general strikes in Argentina. We have had a very important struggles. For example, last year, at the beginning of the year, we have an incredible big strike of teachers all around the country. That it was very important because they are a very bad paid. Mm-hmm. Seit 2011 gab es 5 Generalstreiks, also ein bisschen mehr als in Österreich. 5 Generalstreiks. Es gab letztes Jahr einen sehr wichtigen Kampf der Lehrer. We have a very big strike of the oil workers, not oil, the petrol, oil of soya, corn, etc., bio-oil, which is one of the main export products of Argentina. Argentina is the main exporter in the world of soya oil, for example, and they paralyzed the ports, so it was very hard for the bourgeoisie. Da gab es ein weiterer sehr wichtiger Kampf, war von den Öl, Bio-Öl-Arbeitern, also nicht Erdölarbeitern, sondern Bio-Öl, also Öl, das man gewinnt aus Soja und so weiter. Und die haben jetzt also das wichtigste Exportgut von Argentinien, und die haben also durch diesen Kampf den Sektor lahmgelegt. We had a very important strike of the bus drivers, a bus line with it's the 60 bus line, which has 2,500 workers, the main one in Buenos Aires, when we have some working comrades there, and it was a strike against 53 layoff, and we gained to make 50 workers to re-enter into the company, so it was an important victory. Ein anderer wichtiger Kampf war ein Kampf von Busfahrern, und zwar der Linie 60, das ist die wichtigste Buslinie in Buenos Aires, bei der 2500 Arbeiter beschäftigt sind, Busfahrer beschäftigt sind. Es ging darum, dass die Unternehmensführung wollte 53 Busfahrer entlassen. Da gab es eben einen wichtigen Kampf dagegen.
der relativ erfolgreich war, weil von 53 wurden 50 wieder angestellt. We have a very big uprising of the women in Argentina last year. We have in Argentina there is a lot of violence against women. There is one woman killed, we call it femicide. One woman killed each 30 hours or less. And each year, because we don't have the right to abortion, to abort, 500 women died because of clandestine abortion. So this led to an uprising of women. And we have in Buenos Aires, only in Buenos Aires, 200,000 people demonstration. And all around the country, 500,000 people demonstration, because it was in several provinces and districts everywhere. Ich habe vorher vergessen zu sagen, übrigens, er hat auch vorher bei den Busfahrern hat er gesagt, dass sie auch einige Genossen haben, die bei den Busfahrern sind, die da im Streit beteiligt waren. Ein weiterer wichtiger Kampf war für die Rechte der Frauen. In Argentinien gibt es sehr viel Gewalt gegen Frauen und also alle 30 Stunden stirbt eine Frau. Sie nennen das Feminizid, also so Femizid, genau. Da gab es eben, und in Argentinien ist auch das Recht auf Abtreibung, gibt es nicht, was natürlich bekanntlich auch klarerweise oft tödliche Folgen haben kann für Frauen. Und gegen diese Unterdrückung von Frauen gab es eben große Proteste, und da haben also in Buenos Aires 200,000 Menschen und im ganzen Land zusammen 500,000 Menschen demonstriert für die Rechte der Frauen. And if you know that I think it's Lenin phrase that or Bebel, I don't remember, that the woman the woman's movement temperature, it's a barometer in Spanish, barometer is for the temperature of the society in general. So also this give us the clue that we are in a very heat popular movement in Argentina. Und er sagt eben, dass so wie laut Bebel was, wie Bebel gesagt hat, dass die Dynamik und die Intensität des Kampfes für Frauenrechte ist ein Gradmesser dafür, wie groß das Widerstandspotenzial in der ganzen Gesellschaft ist. Und insofern glaubt er, also ist auch die Überzeugung, dass dieser Aufschwung jetzt an Kämpfen für Frauenrechte auch ein Widerspiegel, das gesteigerte Widerstandspotenzial in der argentinischen Gesellschaft. And finally, we have also important struggles against the close of factories, because as bourgeoisie was asking for devaluation in Argentina in order to make labor cheaper for them and to export, at the same time, some capitalists decided to close their factories. And for example, we have in its ongoing protest now, Cresta Roja is a chicken factory of 5,000 workers, that they were subsidized by the government, and after the change of the government, that stops. And now they say, okay, the factory will be closed. Yes. Also ein anderer wichtiger Punkt, um den es um Klassenkämpfe gibt, ist gegen die Schließung von Unternehmen. Die Unternehmer versuchen natürlich ihren Profit immer dadurch zu steigern, dass sie billigere Arbeitskräfte an andere Stände durch die Verlagerung der Produktion an andere Plätze mehr Profit machen können. Und das hat zum Beispiel ein Beispiel dafür, ist also so eine Chicken-Hühner-Fabrik, wo 5000 Arbeiter beschäftigt sind, und da, die haben sogar staatliche Unterstützungsgelder bekommen von der Regierung. Und jetzt aber denken die Unternehmer woanders mehr Profit machen zu können und wollen die Firma schließen, und da gibt es auch einen massiven Arbeitskampf und das. We have a very important case, also that it's Donnelley, which is a print factory, also closed, and now it's a cooperative, it's called Mardi Gras. Also occupied and then became a cooperative. Gibt es ein anderes Beispiel, ist eine Druckerei, die ebenfalls also, geschlossen werden sollte, und das haben dann die Arbeiter übernommen und führen das in Eigenverwaltung als Kooperative weiter. So, as you can see, we have not only the rise of the right, also this very important popular process ongoing, and these are very polarized tendencies in the political process in Argentina, and we can say also Latin America, but I won't explain
about other countries. So that's why we say we are living a para-revolutionary situation because of this very big confrontation. Und also das, das alles, alles sind Beispiele dafür, dass es eine massive Polarisierung gibt in der argentinischen Gesellschaft und nicht nur in der argentinischen, sondern in der Lateinamerika als Ganzes. Und das ist auch der Grund, warum Sie davon sprechen, von einer vorrevolutionären Situation aufgrund dieser massiven Polarisierung, Zuspitzung von Konflikten. So, to conclude, I would like to discuss which is the policy of the left in Argentina. And first, to clarify that we are not discussing of any kind of left, not because I am chauvinist or something like that, but because the left in Argentina has built important positions. The last elections, not these ones, not the 2015, but 2013, we get three national deputies in the left front. We voted for left front. We get 1.5 million votes. Several province congressmen and local representatives as well. We have important positions in trade unions. For example, there are important delegates of the metro unions. There are some districts of teachers' unions that are led by the left. The left are the leaders of the union. Important positions in train workers, in oil workers. So we have a very developed left, Trotsky's left in Argentina. Die, also diese Situation, dieser Anstieg von Klassenkämpfen, wie es vorher beschrieben hat, hat dazu geführt, dass also die radikale Linke, die trotzkistische Linke, sich also recht massiv stärken konnte. Es gibt eine Art gemeinsame Wahlliste, die nennt sich FIT, Front der Arbeit und Linken. Die hat also bei den Wahlen, bei den 2000, Wahlen in 2013 1,5 Millionen Stimmen bekommen. Und das hat sich also ausgedrückt in drei Parlamentsabgeordneten. Darüber hinaus haben die auch eine Reihe von Abgeordneten, also einige Abgeordnete in regionalen Parlamenten und in Gemeinderäten sozusagen. Und darüber hinaus hat auch die trotzkistische Linke eine relativ starke Position in bestimmten Gewerkschaften, also in Lehrergewerkschaften sind sie recht stark, bei den Erdölarbeitern sind sie recht stark, bei den Busfahrern. But this political capital, it doesn't work by its own. It has to be put it in the in this situation. And we have to understand that, as well as we have this development of the left, in the last election, the left get only 800,000 votes, so like the half of we have 2 years ago. And then in the runoff, we call to vote blank between Macri and Scioli, and only 600,000 people vote blank. And that's not all of the left. So we have to understand that a great portion of the left vote went to Scioli against Macri. And a lot of, also we know because people that support us, our periphery, etc., said, okay, I voted for Left Front in the first round, but now we will vote for Scioli. Yeah. Aber wir müssen uns nicht bewusst sein, dass sozusagen, wenn man mal also diese relative Stärke, die radikale Linke da sich erarbeitet hat, die, auf der kann man sich nicht ausruhen, sondern das muss sozusagen die gut, die muss man ansetzen und das permanent weiterentwickeln. Und das ist aber leider nicht geschafft worden, was es dazu geführt hat, dass bei den Wahlen jetzt vor 2 Monaten, dass die FIT, die trotzkistische Linke, fast die Hälfte der Stimmen bekommen hat. Vorher waren es 1,5 Millionen, vor 2013, jetzt nur noch 800.000 Stimmen bekommen hat. Und dann in der Stichwahl, also in Argentinien müsst ihr wissen, gibt es Wahlpflicht, nicht so wie bei uns, wo man geht, wählen geht oder nicht, aber in Argentinien muss man wählen gehen. Und da haben dann aber bei der Stichwahl, also die Kandidaten von der FIT haben in der ersten Runde eben kandidiert mit Weltmeisterwahlen. Und dann in der zweiten Runde, wo die Stichwahl war zwischen Macri und Scioli, hat die FIT aufgerufen, weiß zu wählen, also keinen der beiden Kandidaten zu unterstützen. Aber obwohl sie im ersten Wahlgang 800.000 Stimmen bekommen haben, haben sie jetzt nur noch 600.000 weiß gewählt. Das heißt, also viele haben auch gar nicht den Wahlaufruf voll geleistet, sondern für Scioli, für den Kandidaten, der Journalisten gestimmt. That's
That's why we issued the slogan as TPR of a United Front Against Macri. And this is based in several issues. The main of them are first that the government, as we have said, is a weak government, and the quick counter-offensive against the masses is because they know they don't have any other option of issuing all these presidential laws, and that they don't have full support in the Congress. So the first aim of us is to isolate the government, to break the political agreements between the different forces, and to denounce all political party that supports Macri. Vor dem Hintergrund dieser Situation ist die erste wichtige Losung, die Sie aufstellen, die einer breiten Einheitsfront gegen die neue rechte Regierung von Macri. Sie sagen, dass diese aggressive Politik, die jetzt die Regierung Macri betreibt, mit diesen Dekreten, ist in Wirklichkeit ein Zeichen der Schwäche der neuen Regierung, die ja, wie er vorher gesagt hat, sich auf keine Mehrheiten stützen kann im Parlament, sondern die versucht eben sozusagen wie rasch durch eine Überrumpelung sozusagen wie der Arbeiterklasse, der Massenorganisationen dadurch zu regieren. Und sie sagen, jetzt ist es wichtig, dagegen eine breite Einheitsfront aufzubauen, dagegen zu mobilisieren und die Regierung Macri zu isolieren. Also because we understand that there is a growing working class struggle, so we are talking about it is possible to defeat Macri and to stop it. Und sie sagen eben auch, dass, wie er vorher beschrieben hat, es gibt eben einen Aufschwung jetzt von Arbeiterkämpfen, von Klassenkämpfen, und deswegen ist es auch möglich, es ist eine realistische Möglichkeit, die Regierung Macri zu besiegen. And third, but very important as well, we have to understand that there is a very big obstacle we have, that is Kirchnerism in the middle between Macrism and the left. And we have to first try to break political agreements between Macri and Kirchnerism, because if they have full agreement, it will be bad for us. If they have struggles and problems between them, it's better for us. Then because we have to also make a political challenge against Kirchner's leaders. Okay, you're Kirchner's, but you're with Macri or you're against Macri? You will fight against the presidential laws or you will accept them? Mm-hmm. Will you, because of your position and your negotiation, blah, 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 be quiet until 2019? Or are you going to take the risk and fight now against Macri? Der dritte Punkt ist eben, dass Sie in die Richtung wirken wollen, den Einfluss, die starke Position der Kirchneristen über die Arbeiterklasse zurückzudrängen, diesen Einfluss zu brechen. Und das machen sie, indem sie also offen sagen wir, Forderungen an diese kirchneristischen Führer stellen, dass sie von ihnen verlangen, dass sie jetzt nicht nur in Worten gegen Macri Widerstand leisten, sondern eben auch in Taten. Dass man sich konkret sagt, ihr redet, ihr sagt, ihr seid gegen Macri, aber was heißt das? Wollt ihr jetzt warten bis 2019, bis zur nächsten Wahl? Oder seid ihr bereit, jetzt keine Kompromisse zu machen mit Macri, sondern Widerstand auf der Straße dagegen zu mobilisieren? So, the United Front Against Macri is not only a slogan in order to defeat Macri, that we think is the correct way to defeat them, but also it's a slogan in order to challenge Kirchnerism and to call the fighters that are inside Kirchnerism and to beat Kirchnerism by the left, trying to gain all those that had a consequently will to fight against Macri. Also der Sinn und Zweck dieser Einheitsfront-Taktik, für die sie eintreten, ist jetzt nicht nur, um Macri zu stoppen, das ist natürlich klarerweise jetzt mal das unmittelbare Ziel, aber darüber hinaus ist auch der Sinn und Zweck dieser Einheitsfront-Taktik, den Einfluss, die Vorherrschaft der Kirchneristen über die Massenorganisationen zu brechen. Dass sie sozusagen den Massen die Illusionen sozusagen in die Kirchneristen nehmen, um durch diese Forderungen an die Kirchneristen dann sozusagen die besser aufzeigen können in der Praxis, ob jetzt diese Führer tatsächlich Widerstand leisten oder nicht. I explain this because do you know that, for example, Kirchnerism, Chavism, Workers' Party in Brazil, they have strong relations with the European left, Die Linke, with Mélenchon, Syriza, etc.
For example, Mel and John, Zebras came to Argentina, they hug Cristina, they say yes, the new order, etc., etc. And now, what are they doing? They're capitulating against the right. So, it's very important also to understand this political confrontation and the political discussion, because those who are against the right are the revolutionary left. Not Cristina, not the nationalistic, not Chavez. We could then speak about Chavez, but we have short time. But they are capitulating against the right and imperialism, so it's very important to have this idea clear. Yes. Es geht eben darum, auch durch diese Taktik aufzuzeigen, dass die Kirchneristen, dass die Führung der Kirchneristen eben nicht konsequent kämpft gegen die Rechten, sondern in Wirklichkeit davor kapituliert. Man sieht das auch daran, dass die Kirchner selber eng verbunden, also die Führung auch der Kirchneristen eng verbunden ist mit europäischen reformistischen Führungen, die ebenfalls kapituliert haben vor der herrschenden Klasse, wie Syriza, Tsipras in Griechenland oder Mélenchon in Frankreich. Und es ist wichtig auch zu zeigen, dass die, die wirklich konsequent gegen die Rechte kämpfen, sind nicht Kirchner, sind nicht die Kirchneristen, sondern die revolutionäre Linke. So, to finish, it's important also to point that this is an open discussion now in the Argentinian left and inside Left Front. We have a wing of Left Front, the majority of it, represented by Partido Obrero and also Socialist Left, Morenist. That they are against this policy. They say Macri and Kirchnerists are bourgeois parties. If they have problems between them, it's their problem, not our problem. And for example, they have just arrested a Kirchnerist leader of organization, a bureaucrat, okay? And Jorge Altamira, the leader of Partido Obrero, said, She should be in prison because of her crimes, not because of her political activity. And they didn't participate in the demonstration asking for the freedom for her. Milagro Sala is the name. And of course we participate, and we call everyone to participate because we think that any attack of Macri against bureaucrat, Kirchner bureaucrat that it's a part of a popular organization. It's a attack to all the fighters. Es gibt es jetzt in der radikalen Linken, in dieser FIT, die ich vorher genannt habe, gibt es jetzt eine massive, breite Diskussion auch zu dieser Frage. Und die Mehrheit von FIT, also um die Partido Obrero und die Izquierda Socialista herum, die sagen eigentlich, die sind gegen diese Orientierung, wie der Genosse sie vorher dargelegt hat, sondern die sagen, Kirchner und Macri, das sind beides bürgerliche Kräfte, und wenn die das miteinander sich streiten, miteinander kämpfen, geht uns nichts anderes, da mischen wir uns nicht ein. Wir verteidigen jetzt nicht, machen keine Einheitsfront mit Kirchner gegen Macri, sondern halten uns da raus. Und ein praktisches Beispiel für diese Orientierung war eben, gestern oder vorgestern, wurde ein Führer von den Kirchneristen, ein Bürokrat natürlich jetzt, aber ein Führer von einer kirchneristischen Massenaktion wurde verhaftet von der Regierung Macri, was natürlich Teil ist dieser rechten Offensive jetzt so ziemlich. Und da gab es jetzt auch eine spontane Protestdemonstration dagegen. Und eben dieser Flügel in FIT, den er vorher beschrieben hat, der eine hat demonstriert, aber der andere Flügel, dieser Mehrheitsflügel, hat sich ihm geweigert, an der Demonstration teilzunehmen. Und der Führer von denen hat also gesagt, Jorge Altamira, hat gesagt, dass er eigentlich dafür ist, dass dieser Bürokrat ins Gefängnis kommt. Er sollte nicht aus politischen Gründen ins Gefängnis kommen, sondern wegen seinen niedlichen Verbrechen. Aber im Endeffekt also hat er das unterstützt. Es ist ungefähr so zu vergleichen, wie wenn ein ÖGB-Bürokrat, sicherlich auch, es hat genug Korruption im Bürokrat, aber wenn der ins Gefängnis geworfen wird durch eine ÖVP-FPÖ-Regierung, würde er natürlich auch auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Aber dieser Flügel der Linken macht das eben nicht. On the other side of Left Front, we have PTS. Socialist Workers Party, not related with the one in Britain, that has a different position, that it's important also to know which is because they have important position inside the front. The candidate of Left Front in the last election, Nicolás Del Caño, is one of the leaders of PTS. They
don't have this position of saying they are the same. They support Kirchnerism in the clashes with Macrism, but we think there is an important limit on this, that they don't use the United Front as a way to challenge and defy and try to overcome Kirchnerism. It's like, okay, when they clash, we side with them. When they don't clash, we don't say nothing. And we think it's very important to go along this new political period to be consistently challenging and fighting against the capitulations of Kirchnerism. Und der andere Flügel, der in FIT, der gruppiert sich um die PTS, Sozialistische Arbeiterpartei, mit der wir übrigens früher mal diskutiert und zusammengearbeitet haben. Der hat eine bessere Position. Dieser Flügel, die BDS, sagt eben auch, tritt dafür ein, dass man eben die Kirchneristen verteidigt in dieser Konfrontation, und die gehen auch zu Demonstrationen. Sie haben eigentlich eine bedeutende Schwäche, nämlich die BDS wendet diese Einheitsfront-Taktik an, nur in dem Sinn, dass man halt eben gemeinsam Demonstrationen macht, was auch gut ist natürlich, aber nicht ausreicht. Was sie nicht machen, ist, dass sie diese Einheitsfront-Taktik auch dazu benutzen, um eben diese lahmarschigen, inkonsequenten kirchneristischen Führer auch politisch herauszufordern und aufzuzeigen, dass sie eben keine konsequenten Führer sind, sondern dass sie früher oder später diese Kämpfe verraten. Das ist eben die Taktik, so wie die Wehrgenossen das anwenden. So, to finish, I think that we can defeat the right. Of course, it was a political backward, the winning of Macri, but we can defeat, we have the political strength, because workers are fighting. We have a left in Latin America, in Argentina in particular. But what we need is a correct policy of the left, because we are a force, but we are not the defining force in the political arena now in Argentina. So what we need is an anti-imperialist position of the left in order to change the balance of forces and be able to defeat Macrism. And I think it's very important for you to understand and to know that, as I said some minutes before, nationalism in Latin America is not anti-imperialist. Now, these days, in this process, they are capitulating against imperialism, so anti-imperialism is the revolutionary left. Um jetzt zum Schluss zu kommen, die Rechten haben jetzt einen ersten Erfolg errungen, aber der Kampf ist noch keineswegs vorüber, sondern hat jetzt sozusagen gewinnt jetzt richtig an Schwung, und die Rechten können besiegt werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass der bürgerliche Nationalismus in Lateinamerika eben, das sieht man jetzt eben auch gerade, immer bereit war zu kapitulieren vor den Imperialisten und nicht konsequent zu kämpfen gegen den Imperialismus. Und die einzig wirklich anti-imperialistische Kraft ist die revolutionäre Linke. Thank you, and we can make questions or comments.